Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Grüße gehen heute raus an Christian Himmelbartjes, den KKLP, den Mark Pony, Reaktor und Gaming und Draxilla LP. Draxilla hat geschrieben, ein Grund, warum ich das Game nicht spiele, ist Frontkämpfer. Kann ich fast nachvollziehen. Dieser verkackte Mist, scheiß Mist Frontkämpfer. Und wer hat mich ausgeschimpft? Marc, schöne Runde, aber bitte nicht immer so aufregen. Was sollen denn meine Nachbarn denken? Okay, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir große Mühe. Ne, Christian Mabates hat auch geschrieben, EA schafft es immer, irgendeinen Bug einzubinden, den sie nicht herausbekommen. Danke für das Video. Ja, du hast sowas von recht. Sowas von recht. Gut, heute Aufgaben, wieder Credits verdienen, sind nicht so einfach. 5 Minuten als Vollstrecker spielen. Gut, das müssen wir nicht am Stück, das ist das Gute. Belege 25 Teammitglieder durch ein beliebiges Kampfkommando des Offiziers mit einem Buff, kein Problem. Und ein Das Molkel. Gut, los geht's, versuchen wir mein Glück. Denn ja, wir haben bei mir jetzt aktuell 7.52 Uhr morgens. Eigentlich wollte ich um 9 Uhr so ungefähr aufnehmen, aber ich habe heute zu tun. Sonnemann wegbringen und wieder abholen und tun, dann will ich das morgens noch machen. Ich hoffe, es findet eine Runde. Da wir als Offizier spielen müssen, können wir ja mal ein bisschen riskant sein. Also sehr viele Suizide. Problem, weil wir müssen nämlich genau diesen verkackten Meilenstein noch schaffen. Den hier werde ich irgendwie schaffen, denke ich mal. Dass man irgendwo gewinnt auf irgendeine Karte in den Sternjäger. Fehlen uns ja nur noch zwei. Müssen zwei ziemlich Kackrunden sein, wo man eigentlich schwer gewinnen kann. Ne? Aber eigentlich ist das die leichtere von beiden. Die hier 25 Mal stören und dann einen Assist bekommen, das ist schon ein bisschen heftiger. Oh, Angriff auf Endor. Ja gut, das wird eine leere Runde sein. Ich weiß es jetzt schon. Mal gucken. Das einzige Gute an Sommerferien, die ich ja gar nicht habe, ist, dass ja, viele Leute frei haben, ne? Und zocken können. Boah, ich habe gerade wieder meine Cortison-Tablette genommen. Ich bin jetzt am Absenken die Reduzierung, am Reduzieren die Dosierung. Das wollte ich eigentlich sagen. Wie viel nehme ich denn jetzt? 32 Gramm? 40, 45 Gramm? Ich weiß nicht mehr, 45 Milligramm, nicht Gramm. Das ist ja ein bisschen heftig. Morgen dann nochmal 8 weniger und dann bin ich mal dieses Cortison los. Man frisst wie ein Scheunendrescher wegen diesen Cortisone. Ich habe gar kein Sättigungsgefühl mehr. Katastrophe. Achso, gestern habe ich meine erste Runde gespielt auf meinem neuen Laptop. Mega gut. Also auf alles auf Ultra. Das Ding mit der 1050 Ti und Arbeitsspeicher und ein i5 halt, ne? 8. Generation. Boah. Alter, das ist ja besser als auf dem PC bei mir hier. Kein Scheiß. Also ich werde vielleicht morgen mal eine Runde Leppi machen. Ist ein bisschen anders für mich, das Spielen, weil man nur einen so kleinen Monitor hat. Was heißt klein, aber wesentlich kleiner als den ich jetzt vor mir habe. Ich habe, glaube ich, 24 Zoll und der hat 17,8 Zoll, ne, auf dem Monitor. Also der Monitor vom Laptop. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Aber auf jeden Fall kann ich zocken, wo ich will und wann ich will und was ich will. Und das ist sowas von geil, dieses Ding. Keine Fehlentscheidung gewesen, sowas zu besorgen. Denn wenn ich hier auf Arbeit bin, da kann ich schön am Game Guru rumschrauben. Da wollte ich heute eine Map machen, habe ich aber auch nicht geschafft. So, lade doch mal da. Ich habe heute echt, muss das Spiel einmal mit Alt F4 verlassen, weil ich im Anfang hängen geblieben bin. Heute ist wieder der Wurm drin. Lieber Christian Helmobartis hat es ja geschrieben, schaffen es immer, einen Bug reinzubringen. Ja, wenn es schon so lange lädt, dann geht das wohl nach hinten los. Hippie. Und ich fand den Anfang so schön, ich habe so schön gequasselt. Ja, wir sind schon bei 3 Minuten 40. Ich würde mir keinen YouTuber angucken, der 3 Minuten 40 nur labert und ein Menü zeigt. So, gut. Oh, es zappelt. Wartet. Ah, die Kugel. Oh, ich hoffe, die werden diese Kugel nicht in Battlefront 3 machen, wenn es mal irgendwann rauskommt. Ja, die nächste Season wird auch noch spannend. Jetzt passiert was. Jetzt haben wir gewartet, dass wir in eine Runde kommen mit Leuten. Sehr geil. Offizier. Überbrückung der Rebellen in der Kampfläuferbucht aktiv. Ziemlich frisch die Runde. Ich weiß nicht, warum es bei mir so lange geladen hat. Oh nein, mein Modem wird nicht gekühlt. So, 2 Stück gebufft. Mal gucken, ob wir die Runde schaffen, ohne aus dem Netz zu fliegen. Das muss ich einmal während der Folge meinen Modem aktivieren. Oh, das wird eine super Profi-Folge. So. Granate kommt! Joll. Aber das war nicht das, was ich wollte. Nummer 3. Oh, der wird sich jetzt füllen. Überbrückung der Rebellen deaktiviert, habe ich verstanden. Gestern habe ich ein bisschen Tommy geguckt, gestern Abend, der hat sehr spät gestreamt. Und da habe ich ihm gesagt, er soll mal auf Japanisch stellen. Hat er gestern auf Japanisch gezockt, war ziemlich witzig. Los, töte ihn. Granate kommt!
Okay, schön, mal so ein bisschen entspannt hier heute, wa? Wow! Treibstoffstation wieder gesichert! Sie glaubten wohl, es würde leicht werden. Nein, darf ich nicht. Okay, wir oben, die erobern. Systeme der Kampfläuferstation werden angegriffen. Okay, höre Schritte. Ich mache mein altes Headset auf. Oh, schön links an ihm vorbeigeschossen. Aber da kam ein anderer Offizier. Okay, macht aber nichts. 25 Buffs. Eigentlich ja ein Kinderspiel als Aufgabe. Mann, ist das komisch, wenn die Runde so leer ist, ne? Kann man so alleine rumlaufen. Ah, komm. Nochmal zwei Buffs zurückziehen. Oh, sie haben es geschafft. Logisch. Die sind aber mal durchgerusht, ne? Boah, erstmal mit einem Kollegen im Rücken ballern. Ah, ich muss hier raus, Wow. So, sie werden sich dieses Ding da klauen. Wow, wow, wow. Boah, den hab ich nicht gesehen. Hund. Kommen sie, sie kommen. Ich glaube, der AT-AT läuft schon, ne? Komm. Oh, ne. Bleib ich hier auch stehen. Das ist ja Selbstmord. So, ja, der wäre cool. 2500 müssen wir zusammen kriegen. Max the Empire greet again. So, ich hoffe, mein Modem hält das da unten durch. Wie gesagt, sonst werde ich rausgeworfen aus dem Spiel. Vergesst immer, diese Lüftung anzumachen. Okay. Der ist so weit weg, den kann ich nicht behageln. Okay. Ich hab dich gesehen. Was für eine wilde Jagd! Oh, komm, ernsthaft! Ich störe ihn sogar noch. Ich habe gesehen, wie er geblitzt hat. Geblitzdings ist. So. Ich bin hier, um zu helfen. Um die Welt zu zerstören. Na, das wird nix. Fünf Minuten als Vollstrecker wird schon hart genug. Das Maulkill, der ist gar nicht so unmachbar. Darf das Buffen nicht vergessen? Ja. Scheiße, irgendwas im Weg. Das hat da nicht viel gebracht. Okay, Buff! Für den Frieden und das Imperium! So, jetzt was mache ich denn jetzt? Wir müssen ja einfach nur kommen, wir müssen ja nur warten. Ist ja nicht viel zu machen, außer sammeln, ja. Boah, jetzt haben sie aber einen reingesammelt. Also aber hat er nicht längere? Die Rebellen werden fallen. Okay. Buff, buff, buff. Oh. Es ist schon etwas beängstigend, der AT-AT. In der Größe. Ist ein Spieler drin. Kann ich mal blenden, den AT-AT? Au! Stürzt nicht runter. Ach, da laufen sie nur rum. Speeder. Wer will denn einen Speeder haben? Kein Mensch will einen Speeder. Weil du musst eigentlich nur 3000 Punkte als Vollstrecker, ne? Das ist schon heftig. Der Shui und der Todestruppler sind ja die Vollstrecker. Elite-Verbündeter trifft ein. Unterstützt ihn nach Kräften. Also 3000 Punkte immer sammeln ist schon hart. Pumpen bereit. Haha, mit Fahrzeugzerstörung. Ich muss weg. Kann ich einen Waffen? Nein, ich kann keinen Waffen. Verdammt. Mann! Durch die Beine! Wow! Aua, 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 aua! Mann, das ist aber auch gefährlich hier beim AT-AT. Komm, AT-ST. Ich weiß, ich muss 500 verstecken, aber ich kann nicht anders. Bagger, 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 bagger.
Boah, ich liebe das Ding einfach. Oh. Nochmal einer Feuer drauf. Ja, wir haben ja Zeit. Da rennt uns ja nicht weg, der AT-ST. Warten mal, irgendeiner muss ja mal drauf schießen mit. Mit so einem schönen Disruptor hier. Oh, oh. Ah, der macht total wenig Damage. Das ist völlig normal. Ja, ja, er macht's super. Ich beschütze dich. Nicht. Meldung vom Oberkommando. Verbündeter zur Unterstützung eingetroffen. Hallo für den Dackel. Ah, ich liebe es. Der Läufer wird nicht langsamer. Haha, flieg, kleiner Satellit. Scheiße, es ist aber eng hier gleich. Weil dieser doofe ATS hier in meine Nähe kommt. Mal da hoch. Ist sehr diesig heute, ne? Im Dorf. Kampfläufer auf halbem Weg zur Basis. Nutzt die Höhlen als Deckung. So, jetzt wird's ein bisschen blöd. Der ATS hier alles auf mich gibt. Nein! Boah, ich bin schon ganz schön am Brennen. Was soll jetzt? Hängen! Ich muss mal an der Seite, ich brauche mal ein bisschen HP. Ein bisschen die Deckung gehen, ne? Wenn da Feuer hinten rauskommt, ist das kein gutes Zeichen. Hab mal gehört. Es gab nur einen Assist. Was haben die denn da gemacht? Das sah komisch aus. Ah, das Diesige ist aber echt scheiße. Kann man so doof sein? Diese Rakete hat eine Delle hinterlassen. Hehehe, mach Dellen. Der Dellenmaster. Oh, der levelt gleich. Oh, irgendwas. Nein, das ist nicht gut. Da, Level 21, sehr geil. Und ich weiß auch, ein bisschen Überhitzung. Oh, oh, oh. Kampfläufer getroffen. Da oben. Und da unten, überall. Oh, dieser blöde AT-ST. AT-ST meine ich. Wieder der AT-ST. Müder Tim. Baum, nimm dies. Ja, vielleicht mal ein bisschen im Wald rumkarzen. Ein blödes Geschütz, was das überlebt. AT-AT am dritten Kontrollpunkt. Alle Raketen, Feuer frei. Oh. Spezialisierter Kämpfer zur Unterstützung eingetroffen. Ja, das ist ein bisschen komisch. Hallo. Geh mal an dir vorbei. Alles gut. Aber ich lebe immer noch als AT-ST. Das ist schon mal ein Ding. Und das ist ziemlich lang. Man muss jetzt auch da sein. Das war doch mein Plan. Wow, wow, wow. Schäden an dem Kampfläufer. Beschuss fortsetzen. Ja, mach ich ja. Gib ja alles. Ja, du musst Geschütze dann. Was ist mit den anderen ATST? Macht er ja noch. Der macht noch Ramazamba. Und hier fahren wir da nur rum.
sind die denn alle? Haben wir keine Lust oder was? Da. Boah! Diese intelligente Granate so heftig. Boah, so wenig Punkte. Ich hätte mal mehr erwartet. Na, das investiere ich gerne. Obwohl, Blödsinn. Zeit ist für Ende. Rückzug in den Innenbereich. Rückzug in den Innenbereich. Die Rebellen wollen uns verhören. Sie wollen unsere Daten. Und 5 Minuten irgendwo rumpimmeln. Juhu. Nein, ich will was machen. Also nur rumpimmeln, 5 Minuten ist blöd. Die Punkte reichen aber nicht für das Morley. Ah, das ist die dürfste Stelle, aber auch von allen, ne? Das ist... um 5 Minuten irgendwie zu überleben. Kommen die auch hier oben lang eigentlich? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob die hier oben lang kommen. Boah, ich schäme mich doch nicht so. Ich habe meine Ziele noch nicht gewählt, tut mir leid. 5 Minuten rumlümmeln! Lümmelmodus aktiviert. Ah, oh, da kommt irgendwas kommt. Kommt doch da leer. Scheiße, da sind ganz schön viele Gänge. Da oben. Nicht so beachtet, ehrlich gesagt. Ich muss doch nur 5 Minuten lümmeln. Oh, der Level auch bald. Ja, irgendwas im Werfen da rein. So. War da eine Tür oder nicht? Könnt ihr nicht sehen. Gemeinsam. Sobald ich mich da hin bewege, bin ich tot. Weiß ich jetzt schon. Und nur da um die Ecke gucken, bin ich tot. Wetten? Wir können die Tür nicht aufmachen. Obwohl sie weiß ist. Da, geht schon los. Dannen. Wow. Ich hab weitergeschossen. Das geht. Mann! Mann! Mein schöner Vollstrecker! Kaffee. Stufe 17. Ja, immerhin Level ab. Na, mit den ETS, die habe ich aber ein paar Punkte gemacht, wa? Oh, schön. Da fast die Hälfte von dem, was ich noch brauche für das nächste Level. Also normale Hauptlevel. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, toll. Hält. So, eine beschissene Kackleer steht da rum. So, das waren jetzt eine Sekunde mehr. Vollstrecker, ja wunderbar. Aber hier kann man gut buffen. Nein, die erobern! Tu's nicht! Oh! Aha, wollt noch rein und rum blitzen? Herrliche Runde. Hat Spaß gemacht, ey, kein Scheiß. Schön ausbalanciert alles. So, bin ich dabei? Bin nicht dabei. Mann. Dumme Lea, die mich getötet hat. Blondie. Sieht gar nicht blond aus, ne? Guck mal da. Ach, herrlich. Panzergefährt, Vollstrecke, alles geht aufwärts. Na, Herausforderung? Nix. Okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen buffen. Ich habe natürlich keinen Überblick, ob wir jetzt die 500 Punkte schon kassiert haben, aber ich glaube, das waren noch keine 25.
So. Na, hier werden wir schon mal kein Darth Maul bekommen, ne? Das ist klar. Aber eine AT-AT-Steuerung. Oh, ich liebe es. Ich liebe Endor. Die Map ist geil. Eine meiner Lieblingsmap. Neben Yavin 4. Was finde ich noch cool? Crate geht so. Dann mache ich nur den Anfang. Boah, mal 7 auf einen Streich. Einfach Punkte machen. Genau, machen wir was. Oh, wo ist er hin? Schaffen wir das überhaupt? Sind sie alle? Was Leichen? Boah, das war knapp. Alles raus. Suizid! Weg wieder. Wow! Da! Wie unfair! Der ist durch mich durchgelaufen und schießt nochmal mit dem Frontkämpfer. Wie unfair war das denn? Das war unfair. Gib mal Geld zurück. So, die erste Sache wird überbrückt, aber das halten die immer so mega hier, ne? Wow. Nochmal zwei Buffen. Immer eingeblendet. Ich hab was gestört, aber das, was gebracht hat. Ah, es ist, das könnte einer gewesen sein, den hab ich ja von der Woche gestört. Er muss aufpassen mit meinen blöden Blendgranaten, dann machst du Damage und dann kriegst du auch Assists. Einfach rein, Störung aktivieren, sterben. Voll Kacke. Computer wird überbrückt. Boah, krass ey, obwohl das so gekämpft wird. Überbrückung des Hauptcomputers verloren. Da sind wir schon ganz wacker dabei. Ey, die kann man sogar anrempeln. Zielorientiert, 100, ja, sehr gut. 500 Punkte. Irgendwas visiert mich hier an. Das ist hier irgendwo ein Offizier. Da hinten. Boah. Guck dir erstmal so einen auf den Sack, ey. Boah. Oh, nee, ne. Was denn? Das war denn eine EL. Das war doch gar kein Frontkämpfer oder sowas. Fällt einfach mal instant tot um, ne? So. Also der Offizier ist eine geile Klasse, deswegen ist er auch bei mir schon 70, weil ich so viel gespielt habe. Aber er ist halt ein Nahkämpfer, ne? Muss man einfach sagen, mit der Waffe. Da kannst du nicht aus großen Distanzen mit dem Gegner kämpfen. Machst du zu wenig Schaden. Es funktioniert! Übernehmen die Kontrolle über die Kampfläuferbombe. Oh, mit zwei. Ja, ich blende hier erstmal. Der Hässiger. Was machen wir jetzt? Bin ich in Stellung gegangen, neben einem Sniper. Das ist nicht so gut gewesen. Aber ich habe seine Position ausgemacht damit. Aber die Störung leider nicht aktiviert. Wie doof, ey. Wenn ich die aktiviere, die dauert immer so lang. Mach die jetzt mal. Das geht schon, dauert eine Sekunde, aber ist, in der Zeit stirbst du meistens. So. Können wir selber buffen, kriegst du wieder. Ha! Wow. Ernsthaft? Muss die Punkte haben, nicht haben. Kommen die doch? Boah. Der war schön. Der war beautiful, oder? Kommst doch hier rein, Depp. So, alles erledigt hier. 10 Leute nur noch? Oh nein, Endor, ich will den Kampfläufer haben. Ich muss ihn töten. Muss es tun.
Na, das wird Verlängerung geben. Ne, wird nicht. Es wird nichts erobert. Leute, macht was. Ticket 3 weniger jetzt. Nein! Ich wollte doch ein AT-AT haben. Wir können die Basis noch räumen, aber die Schlacht haben wir verloren. Ich gehe mal von 25 Buffs jetzt aus. Nein, gerade 7. Müssen wir noch ein bisschen das Maul kriegen? Boah, da müssen viele Kampfpunkte machen, ne? Was? Bin ich dabei? Wie viele Punkte habe ich denn gemacht? Boah, 30,5 Grad im Zimmer. Muss gleich schon wieder die Klima anmachen. Das ist so gemein. Ja, toll. Da! Ah, wir haben es geschafft. Ein von 25 wieder dazu. Das ist eine anstrengende Arbeit. Tatooine. Das ist auch eine geile Map zum Kämpfen. 3. Mit Assists. Okay, es fehlen noch 33.106 Punkte bis Level 46. 50 ist ja maximal. Wir haben 65.000 Credits. Tommy hat 250.000, habe ich gestern gesehen. Der alte Hund, der... Der wird schön Spaß haben mit der neuen Season. Aber mal gucken, wie viel wir im Herbst haben. Dann kommt ja erst die nächste Season. Ich glaube, Season 3 heißt das. Klonkrieger-Kram oder sowas. General Grievous, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und so ein Scheiß. Bin mal gespannt. Das könnte witzig werden. Die Next Season. Aber dieser General Grievous mit seinen 4 Laserschwerter, ich weiß nicht, ob der so cool ist. Eher nervig, oder? Ja, guck mal, was der für Fähigkeiten hat. Wahrscheinlich so eine Wirbelattacke und langweiligen Mist. So. Was können wir denn machen jetzt? Also, ich brauche Punkte. Der Offizier macht die besten Punkte. Jetzt habe ich nichts gewählt und bin im Angriff. Das ist aber nicht schlimm. In dem Raumhafen Mos Eisley gibt es eine Elite-Rebellenzelle. Wir sollen alle ausschalten oder festnehmen. Aber sie sind schwer bewaffnet und bereits gewarnt. Die Guten, die können wegfliegen. Ich muss hier kämpfen. Wir müssen die gesamte Ansiedlung abriegeln. Dann laufen wir alle hier lang, so abgesprochen. Wir identifizieren die Leichen danach. Ja, ganz cool mal. So ein Sniper auf dem Dach, wisst ihr? Wir haben mal so richtig schöne Blaster. Aber ich verwechsel den immer noch mit dem Battlefront 1 Blaster. Der ist ja langsamer. Oh ne, das ist ein E-Web, okay. Das wird mir nichts bringen hier, ne? Das ist... ultra langweilig. Oh, wir erobern schon. Ne, noch nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Betreten den Schrottplatz. Übernehmen die Kontrolle. So. Setzen die Operation fort. Ich wollte gerade sagen, ich wäre doch schon wieder 5-mal gestorben. Egal, irgendwas machen. Der Zoom ist ganz in Ordnung. Da läuft der Dino da rum oder Alien, was auch immer das ist. Es dauert nicht mehr lange, dann ist der Schrottplatz gesichert. Oh, müssen wir auf Distanz bleiben. Das bringt mir nichts, du machst nicht viele Punkte mit Killen. Großkopf. Egal, raus damit. Und von rechts. Gesichert. Schrottplatz eingenommen und unter Kontrolle. Die gehen da rein. Da. Mann, wird auch schlecht. Da drin. Da drin. Ich hab getroffen. Papa, papa, papa. Wunderschön wieder. Wupp, wupp. Aber dieser Typ, der hat irgendwie 2 Milliarden HP gehabt. Jetzt keine Ahnung warum. Jäger verfügbar. Nein, wir brauchen den Dings. 3000 Punkte eben. Mein Gott. Soll ich denn da 5 Minuten schaffen mit? Ich lebe doch immer nur 2 Minuten, wenn überhaupt. Dann muss ich den 4-mal kriegen, 3-mal kriegen. Das hat man schon gesehen, dass er auf Suizidkurs war. Schon, da laufen sie.
Mein Gott, nee, warum muss ich immer so oft treffen? Das ist unfair. Da müsste eine Furz rein, ey, Mann. LTSI? Erobert, ich halte hier die Stellung. Ah, schön im Kopf. Und nicht der? Ja, der ist schon an dem Fenster rein. Bringt aber nichts. Scheiß Frontkämpfer. Habe ich gerade gesehen bei mir selber. Da will ich jetzt die Furz hin haben, Mann. Was war das? Von hinten. Feiger Hund! Hey, wir müssen doch an Punkte kommen jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Mit einem Offizier machst du am besten. Dieser doppelte Multiplikator fehlt ja. Der wird ja nie wieder reingepatcht, scheinbar. Das ist 4,7 Grad. Es wird immer kuscheliger hier drin. Du hältst durch. Ey, ey. Halt auf. Die Zappelmänner. Kommandeur trifft ein. Bereit machen. Aha. Beginne mit Räumungsangriff. Was war das denn schon wieder? Das war jetzt wirklich seltsam, oder? Wir erobern, wir müssen weiter erobern, Mann. Wovon verlieren wir denn jede Runde hier? Wir erobern ja gar nichts. Ich mache auch nicht mit. Wie soll ich da 3000 Punkte zusammenkriegen? Rein da. Wow. Boah, scheiße. Wir kommen zu spät. Die Rebellen haben ihre wichtigen Truppen evakuiert. Wer scheiße mit Dreck. Hat, wird dafür bezahlen. Ich darf nicht so laut meckern, weil er mag so und seine Nachbarn schimpfen. Was haben wir denn? Angriff hat ja nicht wirklich viel gemacht, ne? Noch eine Runde Tatooine kriegen wir hin. Habe ich die 25 Buffs schon fertig? Kann ja nicht viel sein. Was wollen wir denn haben? Guck mal, sind Sachen noch nicht mal freigeschaltet, ey. Das schön ist auch noch, ne? Ja. So. Was macht man denn, wenn man alles episch hat, ne? Dann ist es ja nicht mehr so spannend. So. Ja, sehen wir mal. Schmelzgesicht. Passt zum Wetter. Nein, Level Up glaube ich heute nicht. Irgendwie bin ich so lahm. Das Imperium hat von unserer Zelle in Mos Eisley erfahren. Wir müssen die Sturmtruppen aufhalten, bis evakuiert werden kann. Wir werden niemanden zurücklassen. Niemanden. Beschäftigt den Feind am Schrottplatz und der Kantina. Und denkt bitte an die Zivilisten. Die kämpfen vor ihrer Haustür. Zivilisten! Die Zivilung können. Hä? Schön geschossen auf jeden Fall. Wir werden gescannt. Schwerer Beschuss in der Kantina! Sie sind verbunden! Nein, was hab ich denn? Hurra, wie doof! Ich mach sogar. Ja, das ist ein schlechter Scherz. Sie nehmen
nehmen die Kantine ein. So, nee, das nehme ich nicht. Das Maulkill, den kriege ich heute nicht hin, glaube ich nicht. Schön, kommt bestimmt Todesstern nächste Runde, wäre super. So, die nehmen die Kantine ein. Ohne Probleme, ich gehe mal zum Schrottplatz. Schrottiger Schrottplatz. Okay. Ich hab Angst. Ah, oh, Tweedeck kommt da angerannt. Dabei ist ja keiner. Das Imperium hat die Kantina gesichert. Unsere beste Hoffnung ist jetzt der Schrottplatz. Aua. Er inhaliert gerade mein Pipskin, aber. Boah, was hat er denn da geworfen? Hä? Wo kam er denn her auf einmal? Ist da jemand? Wir verlieren den Schrottplatz. Komm, komm, einmal fliegen muss es. Vielleicht mache ich ja damit ein paar Bühnchen. Boah, der ist schon 23, das stimmt. Ihr seid sicher froh, uns zu sehen. Froh und glücklich, euch zu sehen. Langsam fliegen, ist keiner in der Luft. Aber ich werde auch vom Boden geschossen. Was ist das? Und was war das jetzt? Plus minus 14 Kampfpunkte. Wir holen jetzt sie ein. Das habe ich noch nie gesehen. Dieses Dreieck. Hast du es gesehen? Nichts markiert. Toll. Dann brauche ich auch nicht fliegen. Mos Eisley. Keiner hat Lust in der Luft. Ja, was soll ich denn machen? Vogel! Noch ein Vogel! Kann ja aussteigen. Hat ja keinen Sinn. Also gut, wir haben diesen Sektor verloren, aber unsere Rüstungsposition... Oh, da kommst du nicht weg! Ernsthaft? Wir haben Zeit gewonnen, aber nicht genügend. Und wir dürfen nicht mehr viel Boden verlieren. Verschanzt euch am Auktionshaus und im Bazar und bereitet unsere Verteidigung vor. Ich komme nicht auf einen Vollstrecker. Also 5 Minuten rumlümmeln kriege ich hin, ne? Aber will man ja irgendwie nicht. Boah, boah, ne. Da laufe ich den aber auch vor der Füße, den Penner. Sie nehmen das Auktionshaus ins Visier. Die obern einfach mal eiskalt. Keine Schnitte haben wir. Ah, mein Pipskin, ne? Funktioniert. Da haben einige drin. Oh nee, ne? Was ist denn der Lümmel? Auf dem Bazar. Wird ganz schön brenzlig hier. Oh, 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 mein. Mein Dings hat mich gerade gerettet. Wow! Truppen im Anmarsch. Hey, ich hab doch Futzer hingeschossen. Mein Gott, das wird so eine Runde, wo du denkst, du kannst überhaupt nirgendwo hinlaufen, ne? Alle drauf, alle drauf. Oh Mann, ey, der ist ja überall. Was ist denn mit dieser intelligenten Granate, ey? Die muss ich auch mal benutzen. Die putzt die Dinge ja mit einem Wurf weg. Verlegt alle Teams vom Auktionshaus zum Bazar. Ja, würde ich ja, aber ich komme ja nicht mal 2 Meter. Ha, endlich. Fühlt mich wieder besser. Wie oft ich den treffen muss. Hey, die können sie nicht länger aufhalten. Ja, ich sehe es. Wir ziehen uns zu den Docks zurück und decken die Evakuierung von hinten. Bewegung! Und keiner hier lang. Keiner kommt jetzt hier lang. Unsere Ufer. Hallo. Treffen letzte Startvorbereitungen, aber sie brauchen noch Zeit. Fangt die Sturmtruppen ab, bevor sie Sprengsätze an den Schiffen platzieren können. Scheiße, die kommen jetzt aber auch nicht, ne? Mann, wo kam er jetzt? Das war jetzt aber auch wirklich ein bisschen komisch. Na, mal gucken, ob ich den Vollstrecker noch kriege. Die 500 Credits will ich nur einkassieren. 5 Minuten. Ja, bin mal gespannt, was wir gleich geschafft haben, ehrlich. Whee! Ah, die Phase ist kacke, ey. Die ist hart. Aber manchmal schnell vorbei. Und dann hast du die ganzen Punkte, die du nicht verbraucht hast. Sehr ärgerlich.
Weiß ja auch nie, wo man hier langlaufen soll. Erstmal verfurzen. Ernsthaft. Boah, ey, ich bestehe heute wieder nur aus Zuckerguss, ey. So süß bin ich. Nein, Quatsch. Mein Charakter fällt so um. Instant. Dummer Assist. Alter, wir sind schon 40 Minuten aufnehmen. Wo kommt das her? Ja, ich auch. Boah, ey, guck mal. Warum falle ich so schnell um? Was ist denn hier los? Du kannst überhaupt nichts machen. Ist da wieder ein Hacker mit dabei oder sowas? Egal, wo du bist, du fällst sofort tot um. Siehst einen Gegner, bist tot. Ja, haben sie geschafft. Boah, voll harte Runden so, ne? Ja, sobald du den Gegner siehst, fällt sie tot um. Das macht keinen Spaß. Kommst ja nie auf deine scheiß 3000 Punkte, wenn die da in 2 Minuten die gesamte Map erobern. Für den doofen Verstrecker. Oh, mal ganz schön nicht mehr sein Laserschwert, ne? Pepe MSC. Blondie ist schon mal ein guter Spieler. So, ja, Kredite, ne? Persönlich 427.000 Punkte, das ist viel. Starkiller Basis, okay, die machen wir noch mit. Da mache ich aber nie so richtig Fettpunkte. Oder sollen wir mal gucken erstmal? Ich weiß nicht, wir gucken nach Starkiller Basis, was wir davon geschafft haben. Aber 3000 Punkte jetzt für den beschissenen Vollstrecker wird schwer. Er wird wahrscheinlich eh gleich aus dem Netz geschmissen, weil Pyro heute zu heiß ist wieder. Wir haben schon wieder 31 Grad hier im Zimmer. Ey, leck mich doch am Arsch. Wie sollst du das überleben? Starkiller Basis ist auch eine geile Map. Es ist nicht meine Lieblingsmap, aber die ist ganz in Ordnung. So eine Map, die man einfach gerne spielt. So. Da denkt man sich nichts bei. Nichts Böses. Aber da ich ja wieder in meinem Team bin, was absolut weggebombt wird, also wird das ja schnell gehen. Ah, lecker Kaffee. Mein Bruder ist heute wieder gekommen, der ist aus Berlin. Der Jens, 40 Jahre alt. Muss ich auch gleich begrüßen. Das lädt so lange, weil mein Modem heiß wird, glaube ich. Dann habe ich das habe ich schon beobachtet. Ja komm, jetzt ist grau, jetzt können wir mich langsam aber loslegen. Wir nehmen mal den Spezialisten. Der Widerstand begibt Level sich auf 58, 12 Level fehlen noch. Ihre Flotte greift die Starkiller-Basis von oben an, während ihre sogenannte Infanterie auf diesem heiligen Boden marschiert. Wir nehmen an, sie wollen unsere Waffen lahmlegen und ihre gefangenen Freunde befreien. Wir müssen sie aufhalten. Ah, ich will niemanden befreien. Stoppt ihre Sprengteams am unteren Turbolaser und dem Treibstofflager und schlagt diese verdammte Invasion zurück. Wenn ich einen Assist kriegen würde, wüsste ich, dass ich ihn gekillt habe. Da. Das ist ab und zu ein Köpfchen. Sie sind schon am Erobern. Also es ist so krass teilweise manchmal. Ich verstehe das nicht ganz, ehrlich. Turbolaser in Gefahr. Sie haben eine Bombe gelegt. Sehe ich ihn auch nicht. Umgekehrt meine ich. Da. Wie erwartet. Setzen Sie fest. Entschärft die Bombe. Dinger, ey. Haben wir es entschärft? Ihr Arschgesichter. Ihr Arschköpfe. Ja, komm. Ah! Notfall. Der Turbolaser wird zerstört. Ey, einfach ein Headshot. Meine Kühlung. Wir geben alles. Okay, den einen haben sie.
3000 Punkte und wir werden als Wookie irgendwo in der Ecke sitzen, 3 Stunden. Oh, 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 das ist Gegner. Oh Mann, der hätte explodieren sollen. Für die Punkte. Dann laufen sie. Zur richtigen Zeit zum richtigen Ort gucken, ne? Weil der dahinter kannst du nicht sehen, ist ja klar. So, da laufen sie. Was war das denn? War denn? Au, 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 au! Und nicht mit der Wand kuscheln. Na, immer ein paar Punkte gemacht, ne? Das Special ist cool, aber ich will dann ein bisschen alle pushen. Also, das ist ein hässlicher Helm, ne? Okay, kommt. Aber die sind ja dementsprechend praktischer angezogen wegen der Kälte, ne? Nix wird hier erobert. Oh, falsch. Bumm, Artillerie. Stinkartillerie. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Warum ich? Warum ich? Hier fahren 1000 Leute rum. Hä? Du guckst immer meine Richtung. Das interessiert sich gar nicht für mich, weißt du, und killt mich. Ja, so ein bisschen. Phase mag ich. Ist zwar sehr streng hier, aber ich mag sie. Ihr Ziel ist der Zellenblock. Wir dürfen falsch. Sie nicht durchlassen. Bewacht das Haus und schlag jede Welle des Widerstands zurück, die kommt. Wuck, wuck, wuck. Okay, jetzt kriegen wir. Das sind immer an der Stelle. Also komm noch nicht. Ah, ein Sniper ist da. Ich hab den gesehen. Jetzt sehe ich nichts wegen. Jetzt Kack hier. Ja. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Augen auf beim Sniper-Kauf. Komm doch. Top-Agent des Widerstands im Einsatzgebiet. Geh eh nicht, ne? Ich bin weg. Wochenende. Heute ist ja Freitag. Ja. Yeah. Die kommen nicht. Was soll ich machen? Normalerweise kommen die doch immer von hier. Was? Das ist doch gar kein Eingang. Wo kommt denn jetzt her auf einmal? Du und ich, Mann. Du und ich. Du und ich? Wir machen das jetzt hier. Wir machen das jetzt hier. Mein Modem hält. Ich bin ganz begeistert. So. Der hat bestimmt nicht eine Aufgabe abgeschlossen. Kleiner wilder Roboter. Einer unserer besten Agenten ist eingetroffen. Feiglinge. Ja. Voll feige. Das ist doch gut. Feiglinge. Ich mag sowas. Feiglinge. Was, wann jetzt? Ich bin einfach, komm, ich einfach nicht mehr bewegen. Feiglinge. Wir bleiben zusammen. So, Alter, ein Sterbemarathon ist das ja mal wieder, ne? Dass die Runden so unterschiedlich sein können, teilweise. Wow, das, wie soll ich das denn machen? Leia schon wieder. Wie können die denn so schnell Helden haben? Ey, so kacke, ne? Pause.
Weiter geht's. Wie könnt ihr so schnell Helden haben? Das ist doch affig. Das ist kein Vollstrecker, ne? Das ist der Voll... Oh, ne, ne Flammenwerfer-Trupp-Typ. Ziehen wir es gemeinsam durch. Wir leben mit immer nur 3 Sekunden. Na, die erobern es aber. Wir haben wenig Zeit. Wir müssen das Tor zurückerobern. Wir werden die nicht identifizierter Kommandeur des Widerstands im Einsatzgebiet. Feiglinge. Wo ist er? So haben sie noch nie gelernt. Die Krieger, die wirklich für eine Sache stehen. Zieht euch zurück. Feiglinge. Und bereitet eine letzte Verteidigung vor. Was kommt da weiter? Ich meine, tschüss da. Sie werden versuchen, den Zellenblock zu öffnen. Dazu müssen wir die Zellentüren und das innere Tor überwinden. Ach, sie dürfen ihre Leute nicht befreien. Ist das klar? Nein. Dürfen sie nicht. Oh, ich darf nicht mehr raus. Oder nach Furzen. Attacke! Vorwärts! Boah. Boah. 3000 habe ich gleich. Ich bin bei dir, Kumpel. Da verstecken wir uns mit den Flammentruppler. Feiglinge. Ich hab den Verteidigungsring. Torsteuerung wird überbrückt. Oh, wenn ich jetzt hochgehe, kommen sie wieder alle wetten. Marschierende Ziele! Rücke vor! Da rennt vorbei. Eigener Furz. Wow, Wookie! Überbrückung offline. Wir haben die Kontrolle über das Tor zurück. Ob der 5 Minuten Wookie sein wollte? Na ja, komm. Vollstrecker. Holen wir sie uns! Ich bin ein Vollstrecker. Ein Hamse. Jetzt kommen sie alle. Ich bin so schlecht mit dem Flammenwerfermann. Werfe Granate! Oh, die wirft aber nicht weit. Ruinen. Ich bin jetzt vorsichtig, weil ich will die 5 Minuten voll haben. Wenigstens eine voll. Jetzt will ich wandern hier. Leia. Ich hab Leias Blaster gehört. Mann! Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ey, die töten mich alle instant hier. Die brauchen überhaupt nichts machen. Die schießen durch Deckung durch alles durch. Sorry, Mark. Du kannst überhaupt nichts machen, du kannst überhaupt nicht 5 Sekunden an den Gegner irgendwie vorbeirennen, gar nichts, du bist sofort erschossen. So, irgendwas mit dem Hacker, irgendwas stimmt heute nicht. Ja, na, schön. Da simmelt er mir direkt dann rein. Ich geh voraus! Schalten die Überbrückung ab, Zellen wurden nicht übernommen. Haha. Chris mich nicht! Mann! Aber der hat schön einen abgekriegt. Für den Wookie hab ich getötet? Ich dachte Luke. Du und ich, wir kriegen das hin. I use the force. Ich finde das the force force witzig. Oh, fuck you, ey. Wer sind das so wieder Kackrunden? Aber. Nein. Unmöglich. Aber ich sehe nicht, dass jetzt irgendeiner übertrieben viele Kills hat. Und Punkte und so, ne? Hier bei mir auf der Seite Blondie, aber Blondie ist ein guter Spieler, glaube ich, oder Spielerin. Weil dann möchte ich dich daten, wenn du Blondie heißt und Blondie bist. Nein, Quatsch. Ja, hat mir ganz schön den Arsch verhauen mit dem blöden Mini-Blaster da. Persönlich. Okay, wie viel fehlt denn noch? 24.000. Das habe ich mal in Runden geschafft, also. Ich war mal so gut. Der Angriffsruffler macht bald 500 Kredite. Nochmal die Starkiller-Basis. Wir werden es nicht erobern, wird ruckzuck gehen. Und ich werde mit Sicherheit keine Punkte machen. Oh, das ging schneller, Gott sei Dank. Was könnten wir denn machen, um Punkte zu machen? Offizier ist natürlich immer fein. Großkopf-Offizier, der macht immer Punkte. Und der hat einen guten Blaster, das Ding ist echt einfach mal Bombe. Der ein großes Gehirn hat deswegen, weil er so einen großen Kopf hat, oder? Ist er wohl alles Schädel?
Naja. 55 Minuten Aufnahme. Kaka will sich freuen. Oh. Total gute Chancen. Aber 3000 Punkte mit Vollstrecker. Ja, ich weiß nicht, wie. Jetzt haben wir bestimmt 3 Minuten oder so Vollstrecker geschafft. Bin mal gespannt. Beenden ja gleich und dann sehen wir es. Das holen wir auf jeden Fall nach. Ihr wisst, worum es geht. Nein. Ihr seid ja Freiwillige. Die Starkiller-Basis fährt hoch und die Flotte will sie zerstören. Nehmen das wir erstmal laufen. Das jetzt die Chance, unsere Leute zu befreien. Jeden, den sie in diesem Unfall. Erstmal ein Pünktchen. Das war mal wieder 10, also den Buff haben wir. Also das haben wir voll, die 500 Kreditchen. Die Ziele in diesem Sektor sind Treibstofflager und Turbolaser. Legt Sprengsätze und lasst euch bloß nicht erwischen. Mittendrin stand nur dabei. Na, das bringt nichts, du musst rollen. GG. Egal, machen, tun. Ich hab's! Wow. Oh, du. Ja, das sind Punkte. Komm ich noch von zu. Komm auf den Stecker. Wir fliegen, komm. Von der krieg ich eh nicht. Den Rubbel, die kann zu Ende sein. Wie können wir schon 11 Stück verloren haben? Guck mal. Erster. So. Hier ist wenigstens KI in der Luft. Wieder einzunehmen. Sonst. Ich schieß auf mich. Ach, gibt zu wenig Punkte, lohnt sich kaum. Und das lohnt sich nicht. Töten! Weg hier. Noch schön wendig er ist. Können wir keinen Turbolaser kaputt machen. Bereiten Sie den Turbolaser zur Sprengung vor. Uah. Das ist eine schlaue KI. Ist weg. Aber wir sprengen da gar nichts. Wir haben noch keine Ziele markiert, gar nichts. 30 Punkte, was soll ich denn damit anfangen? Das ist zu einfach. Der Turbolaser geht gleich hoch. Was? Alter, was haben die denn für Ionentorpedos? Kommt wenig Punkte, ey. Das ist ja überhaupt nicht mal gelohnt. Wenn wir immer im Angriffsrupp. Dann schießt dann ein bisschen KI ab und das war's. So machst du gut Punkte. Aber nicht die Punkte, die du brauchst. Ha! Haben wir einen? Wir haben tatsächlich einen erwischt, wa? Wow. Self-Modus. Wo muss das sein? Scheiß von Kämpfer. Wir müssen einmal eine Sprengung vorbereiten. Schon mach's. Treibstofflager in Sicht. Machen Sprengsätze bereit. Zwei? Die auf Double Kill! Nee, das war ein Assist-Ball. GG! Das war ich aber nicht.
Treibstofflager geht gleich hoch. Oho. Das hat mich mal abgeblockt. Oh nein, 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 nein. Nähere mich dem Ziel. Kann doch nicht sein. Meine Bombe. Mann. Boah, ich habe mal Punkte gemacht. Ein paar Kills aufgeholt. Voll Schrecker. 5 Minuten rumlaufen. Eine Stunde. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Sollte heute eigentlich rum in die Katze gehen. Schon Schaden genommen? Ach, diese Kugel. Irgendwas ist hier los. Wow. Verschluckt, aber eigentlich Spucke. Das ist total eine scheiß Stelle. Wir müssen da hin. Tut doch alles nichts. Boah, was liegt hier jetzt vor meiner Nase? Mann, der Einzelmann-Applaus, der lädt so langsam auf. Wir haben keine Zeit mehr. Alle Truppen weg hier. Lauf! Aber ich hab's fast gedacht. Aber ich hab's fast geschafft zu lösen, das Problem. Ich hab's nicht geschafft. Gut, dann müsst ihr das aber aufhören. Mal gucken, was wir in einer Stunde erreicht haben. Hoffentlich war das die 5 Minuten Vollstrecker. Wir waren ja ein bisschen. Also in einer Stunde muss ich ja 5 Minuten Vollstrecker geschafft haben. Da! Das weiter! Gar nicht so schlecht durchs Fliegen und alles. Schon 1000 Punkte gemacht mit der Eroberung. Der Angriff hat auch bald wieder ein Level up. Hier ist persönlich auch bald endlich das nächste Level. Erster, guck mal auf meiner Seite. So, jetzt gucken wir schnell. Da, guck mal, 6. Ah, da gab's Punkte, da gab's Punkte. Na, hoff, na, jetzt geht's nicht mehr. Leider, tut mir leid. Leider das Menü. Lade das Menü, lade das Menü. Ich habe meine Tabletten genommen, man merkt's. Ach, ich hasse diese Kugel. Ich will so im Monitor reinschlagen. Diese scheiß Ladekugel da oben rechts, ey. Wenn es dann lädt, aber es lädt gar nicht und du dir siehst, wie die immer auf- und abgebaut wird, da kriegst du einen an eine Waffel, ey. Jetzt. 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 Jetzt! Ach, es wird wieder nix, ey. Ich hasse EA dafür, ich hasse es. Es ist doch nur mal ein Menü zurückladen. Man beendet ein Spiel, man muss nicht alles mit Alt F4 beenden im EA. Man kann auch mal in dem Menü auf Beenden drücken. Oh, ey. Fuck, ey. Man kann, immer wenn ich das zeigen will, was ich geschafft habe. Immer. Ist das ätzend, ne? Sagt mal ehrlich. Das ist doch keine Leistung, da bezahle ich richtig Asche für so ein Spiel, dass ich da 8 Stunden lang mir den Ball angucken kann. Na gut, dann muss ich leider jetzt beenden. Ich weiß nicht, ob es irgendwann lädt. Wahrscheinlich gehe ich jetzt beim Frühstück bei meinen Eltern und dann komme ich wieder und dann sehe ich immer noch diese verfickte Kugel da oben. Bis zum nächsten Video.